Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Adventskalender-Unboxing für dich und zwar habe ich den 24 Beauty Gifts Adventskalender von Flaconi hier. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das hier müsste der günstigste von den drei Adventskalendern sein, die man auf flaconi.de kaufen kann. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns den einfach mal an. Also optisch gefällt er mir schon mal wirklich gut. Also wenn er so steht, ist er relativ unauffällig. Es hat nicht so viel mit Weihnachten zu tun. So ein bisschen, als wären hier so Schneebälle draufgeflogen, sieht das aus. Es ist sehr, sehr praktisch, dass man hier einfach so die Schubladen hat, wo dann die einzelnen Boxen sich drin befinden. Ich persönlich werde es jetzt so zum Vorstellen machen, dass ich mit dir rausziehe, weil die sind halt alle auch relativ wild durcheinander und vor mir hinstelle und dann entsprechend dann Box für Box durchgehe mit euch, also quasi von 1 bis 24, das ergibt Sinn, ne? Genau, und es gibt auch was zu gewinnen in diesem Video. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox und was es zu gewinnen gibt, sage ich dir im Laufe des Videos. Also man könnte theoretisch den Adventskalender nachher als Regal verwenden, ne? Wenn man da gar nichts mehr reinmacht oder man setzt ja die Schubladen rein, dann hast du halt wirklich so ein Beauty-Regal mit drei verschiedenen Schubladen drin. Finde ich ganz cool gemacht. So, in dem zweiten Schub haben wir hier auch die Nummer 1 drin. Also ich zeige euch erstmal die einzelnen Schübe. So sieht der mittlerste Schub aus. Dann haben wir hier den obersten Schub. Der ist sehr leicht. Und dann haben wir den untersten Schub. So. Dann starten wir mal mit der Nummer 1. Das erinnert mich auch so ein bisschen an den Adventskalender von Douglas, letztes Jahr der Luxus-Adventskalender. Da hatten wir auch so Schubladen drin und am Ende hattest du halt wirklich sowas zum Hinstellen. Fand ich auch ganz cool. So, die Nummer 1. Ich dachte erst, die wäre leer. Ich gucke so rein. Aber dann musst du das zur Seite nehmen. Okay, hier haben wir von Megaslicks einen Balm Stack oder sowas drin. Eine Moisturizing Lip Color in der Farbe Stiff Pink. Das ist dieses hier. Da hast du hier einfach so ein Stift halt, ne? Zum Hochdrehen kannst du die hochdrehen und ja, es ist halt ein Lippenbalm. Da haben auch schon viele andere Firmen das so rausgebracht, ne? Ich weiß gar nicht, wer der erste war, der das rausgebracht hat. Ich glaube, von Revlon gibt es sowas auch und von Manhattan und von Alverde und so. Ja, da ist dann auch gleich direkt die Nummer 2 nebenan. Die ist hier. Auch die ist sehr, sehr leicht. Aber das hier ist auch ein Adventskalender, den man richtig toll weiterverwenden kann. Also ich liebe ja Boxen-Adventskalender. Oh, guck mal. Flaconis eigene Pflegelinie. Die haben hier einen Gesichtsschwamm. Ja, das ist ein Reinigungsschwamm. Ein Cognac-Reinigungsschwamm. Den machst du halt mit Wasser entsprechend nass. Meistens musst du die ein bisschen erstmal einweichen lassen, ne? Und dann kannst du damit dein Gesicht reinigen. Meistens braucht man dazu tatsächlich auch kein noch weiteres Produkt oder so. Das ist sehr, sehr umweltschonend und ja, für sehr sensible Haut auch sehr gut geeignet. Wie oft hat sie jetzt sehr gesagt? Sehr häufig. Dann kommen wir nun zu Nummer 3. Die ist auch wiederum sehr leicht, aber auch groß. Auf die Größe kommt es nicht immer an. Ach, guck mal. Von Biore Free Your Pores Limited Edition Design 4 Tiefen reinigende Clear-Up Strips. Also das ist halt für die Nase, damit du deine Mitesser entfernen kannst. Und die sind auch echt gut. Also die von Biore mag ich eigentlich richtig gerne. Die gibt es auch in verschiedenen Designs. Das hier ist jetzt einfach ein Limited Edition Design. Eigentlich eher ein Sommerdesign, Leute, ne? Mit Cocktails und Zitronen drauf. Jo. So, dann haben wir hier die Nummer 4 und die ist winzig. Also in Relation zu den anderen Kläppchen ist die ganz schön klein. Aber sie ist relativ schwer, also kann da was Cooles drin sein. Oh, guck mal, Stop the Water by Using Me All Natural Lavender Sandalwood. Ein Shampoo Regenerating, 30 ml sind hier enthalten. Das dürfte so eine Probegröße sein, aber das ist eine teure Marke, ne? Stop the Water by Using Me. Also hört sich so charmant an und das Design sieht auch sehr schlicht aus, aber der Preis ist ganz schön heiß. Also dementsprechend finde ich das cool. Lavendel finde ich gut, weil das halt die Haare auch entsprechend beruhigt und mich auch beruhigt. Sandalwood, nicht so unbedingt mein Duft, um ehrlich zu sein. Also das ist für mich ein bisschen zu männlich. Es riecht aber tatsächlich in Kombination gerade sehr, sehr angenehm. Hätte ich nicht erwartet. Kommen wir zum Tag vor Nikolaus, die Nummer 5, haben wir im mittleren Schub. Wir haben uns bislang nur in dem mittleren und dem unteren Schub aufgehalten. Und die ist ganz schön schwer. Da, wo drin ist. Novex,
Ernsthaft? Coconut Oil, Deep Hair Mask. Okay, Kokosnuss und ich, wir sind jetzt leider nicht die größten Freunde. Wenn es ein Kokosnussduft ist, der nicht allzu künstlich ist, dann mag ich das auch wohl. Da sind 100 Gramm enthalten. Ich kann ja mal dran riechen, ganz vorsichtig. Oh, krass. Könnte mir gefallen. Oh, für nur 3 Minuten, das finde ich cool. Damit du die Haare nährst, weich machst und silky, seidenweich quasi, ne? Okay, vielleicht gucke ich mir das mal an. Mal gucken. So, wir haben jetzt was für die Haare zweimal drin gehabt. Wir haben was fürs Gesicht zweimal drin gehabt und ein dekoratives Kosmetikprodukt. Mal gucken, ob wir jetzt in der Nummer 6 was für den Körper drin haben. Die Nummer 6 ist schmal und sehr leicht wieder. Nikolaus, Leute, da dürfte eigentlich jetzt auch was Cooles kommen, oder? Ja. Mhm. Ich dachte, es wäre was anderes, aber das Verpackungsdesign sieht schon mal ziemlich scharf aus. Das ist von L'Oreal ein matter Eyeliner. Matt Signature. Also richtig schön. Also das Design ist schon mal hammerhart, ne? Sieht super edel aus. Habe ich noch nie gesehen, diese Reihe von L'Oreal. Nein, wie geil, er ist rot. Er muss behalten werden. Auch wenn es ein Dip Eyeliner ist. Geil. Richtig geil. Der hat auch so ein metallisches Finish. Hammer, richtig geil. Ohne Witz. Andere packen den roten Lippenstift rein und hier hast du einfach mal einen schönen, geil Eyeliner in rot. Feier ich. Und der wird halt, ja, nicht wirklich matt, ne? Der ist ja schon am glänzen, weil er so metallisch ist. Aber er trocknet halt gut an. Offensichtlich dann. Gut, haben wir wieder dekorative Kosmetik. Das finde ich nett. Das finde ich cool gemacht. So, Nummer 7 haben wir ebenfalls in dem zweiten Schub. Also bis wir zum dritten Schub kommen, zum ersten Schub, das dauert dann wohl, ne? Okay, hier haben wir einen Klassiker drin, das ist ein EOS Lippenbalsam. Den haben wir in vielen Adventskalendern auch die letzten Jahre so drin gehabt. Ist das irgendwas Spezielles? Nö, oder? Nö, es ist einfach ein EOS Lippenbalsam, ne? Genau. Die Nummer 8 ist wieder im dritten Schub unten drin. Also man muss dann schon jeden Tag so ein bisschen suchen, ne? Huch! So eine Riesenverpackung, so ein kleines Produkt läuft. Okay, von Catrice, Brow Comb Designer, Waterproof. Hä? Das ist ein Augenbrauen irgendwas. Welche Farbe ist das? Warm Brown. Ja, nee, das wird weiter wandern. Das wird mir zu rotstichig sein. Ne? Das ist nichts für mich. Finde ich interessant, dass hier Catrice mit drin ist. Wäre das eine andere Farbe, hätte ich es gerne ausprobiert. Micro Precise, also das ist quasi halt mit so einer, diese Drei-Zacken-Spitze, ne? Kannst du halt richtig schön dir Augenbrauenhärchen malen. Theoretisch ganz geil. Und also wirklich schon das dritte dekorative Kosmetikprodukt, ne? Das finde ich auch nett. Kommen wir jetzt mal zum ersten Schub, zu der Nummer 9. Und die ist ganz schön groß, aber schmal. Also flach. Und hier haben wir etwas drin. Facial Sheet Mask von Flaconi selber. Moisturizing and Nourishing mit Avocado und Shea Butter. Das finde ich klasse. Ich liebe Tuchmasken und man kann sie echt gut gebrauchen, egal zu welcher Jahreszeit. Deswegen finde ich das klasse, dass sie mit drin ist. Kommen wir nun in den zweistelligen Bereich. Ja, die Nummer 10 ist im dritten Schub unten drin. Die haben wir hier. Oh, ein Nagellack ist das von Alessandro. Express Nail Hardener. Das ist ein Nagelhärter. Sowas kann ich persönlich sehr gut gebrauchen. Gerade jetzt so in der Zeit, wo ich die ganzen Adventskalender aufmache. Denn Leute, wollen wir über diesen Finger reden? Ich weiß es nicht. Er tut mir einfach leid. Das mal sozusagen. Ja, deswegen, sowas kommt dann auch ganz gut zu der Adventskalenderzeit, ne? So, wir sind jetzt im zweistelligen Bereich und gehen jetzt zu der Nummer 11. Das ist die erste Schnapszahl und die ist ganz schön schwer und ganz schön groß. Oh ja, guck mal. Das ist von Nivea Double Effect Augen-Make-up Entferner mit 125 ml und das ist halt extra für die sensible Augenpartie gemacht. Und das ist so ein Zwei-Phasen-Ding, das muss man schütteln und dann kann man sich entsprechend das Augen-Make-up schön runternehmen. Entfernt sogar extrem wasserfestes Augen-Make-up gründlich und schützt die Wimpern mit Kornblumenextrakt. Das finde ich toll. Ja, denn ich habe halt öfters mal, ne, ein bisschen auffälligere Augenlooks, die dann auch vielleicht ein bisschen intensiver sind. Und wenn das halt für wasserfestes Augen-Make-up ist, dann entfernt das garantiert auch so ein Lippen-Mega-Ultra-Lippenprodukt. Deswegen mega cool. So, die Nummer 12 ist immer die Halbzeit und auch bei der Halbzeit erwarte ich immer so ein bisschen was etwas Extravaganteres.
Aber das ist nur so eine persönliche Einstellung, glaube ich, von mir. So, wir haben hier ein Lippenprodukt drin. Schade. Es ist matt, leider. Von Catrice Cosmetics Matt 6 Hour Lip Artist. Das hält 6 Stunden. Ich finde die Farbe wunderschön. Es ist die Farbe 080 Chocolate Frosting. Aber es ist matt, ne? Und matt ist nichts für mich. Deswegen wird auch das leider weiter wandern. Das wird dann nicht bleiben. Aber das ist nicht schlimm. Ich packe ja auch Adventskalender für Freunde und Familie. Ich verlose hier Adventskalender. Und ja, deswegen, ne? Finde ich das nicht schlimm. So, die Nummer 13 ist genau da drunter, auch wieder im zweiten Schuh. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Lamazuna, festes Shampoo, normales Haar mit Orange, Zimt und Sternanis. Ja, bitteschön. Das ist ein Adventskalenderprodukt, was passt, oder? Das passt echt. In das nasse Haar einreiben, bis es schäumt, anschließend ausspülen. Festes Shampoo verwende ich auch wirklich gerne mittlerweile. Das ist eine Limited Edition und mit ätherischem Orangenöl, Zimt und Sternanispulver aus kontrolliert biologischem Anbau. Total nett. Umhüllt mit Bioglitzer. Das ist nice, ne? Es ist vegan. Es ist nett. Es sind 55 Milliliter hier enthalten. Wir gucken. Oh mein Gott. Ich nehme das jetzt nicht raus, ne? Oh mein Gott. Boah, das ist ein krasser Duft, der da gerade rauskommt. Und das scheint, nämlich doch rauskommt. Ich pack's an. Ist das Wahnsinn. Das ist ein festes Shampoo und das sieht einfach aus wie ein Google-Hupf. Ja, das riecht auch extrem, extrem krass. Also das muss man wirklich mögen und da muss man großer Weihnachtsfan für sein, wenn man das benutzen möchte, weil das riecht halt extrem nach diesem Orange, Sternanis, ne? Zimt eher weniger, aber ja, interessant. Die Nummer 14 haben wir im dritten Schub. Geil. Hier haben wir dann den, ja, den Conditioner zu dem Shampoo, was wir eben drin hatten, von Stop the Water While Using Me All Natural Lavender Sandalwood Regenerating Conditioner. Auch hier wieder 30 Milliliter enthalten. Finde ich wirklich, wirklich gut. Und hier haben wir dann wirklich beide auch zusammen. Ich mag das einfach, wenn ich Shampoo und Spülung von einer so Reihe, von einer Marke verwenden kann gleichzeitig, weil dann kann die Pflegewirkung sich halt komplett entfalten. Finde ich toll. 15 ist im ersten Schub. Sie ist hier. Oh, die ist gut. Sand and Sky, Australian Pink Clay Pore Refining Face Mask. Das soll entsprechend dein Gesicht reinigen und zum Strahlen bringen. Das ist halt so eine pinke Lehmmaske, das machst du dir drauf, sieht aus wie ein Golem. Und dann trocknet das Ganze und dann kannst du dir das so runterwaschen. Die ist sehr, 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 sie saugt sich sehr fest, um das mal so zu sagen. Ne? Die musst du wirklich gut runter machen. Musst ein bisschen dann vielleicht mal vorher antesten, wie intensiv du das haben kannst und wie lange du das Teil drauf haben kannst. Ne? Nicht, dass du es dann drauf hast und nicht wieder runterkriegst. Ja, finde ich cool. Das sind 13 Gramm enthalten und ist auf jeden Fall eine gute Probiergröße. Da kriegst du so 2-3 Mal auf jeden Fall mit raus. So, 16. Wow, die ist im zweiten Schub und die ist, wow, groß und schwer. Ach, guck mal, von Flaconi Micellar Cleansing Water. Das ist ein Micellenreinigungswasser mit 125 Milliliter von Flaconi selbst. Also die haben wirklich wohl ihre eigene Pflegelinie jetzt rausgebracht. Das finde ich cool. Find Your Beauty Every Day. Ich persönlich bin kein Fan von Micellenreinigungswasser. Ich mag das einfach nicht so gerne. Aber wenn man es verwendet, sollte man auf jeden Fall danach sein Gesicht nochmal abwaschen. Weil nicht, dass es sich irgendwie, ne? Habe ich mal gelesen und gehört, dass es auf jeden Fall besser ist, sich danach das Gesicht nochmal abzuwaschen. Also, dass man das halt nicht auf dem Gesicht drauf lässt. Ja, der Adventskalender macht mir auf jeden Fall Spaß, ne? Also, da sind gute Produkte drin, finde ich echt klasse. Das haut mich sowieso um. Die Nummer 17 haben wir im ersten Schub wieder drin. Oh, wie mein Nagellack sich einfach gerade verabschiedet und sagt, nee, ciao. Also, darauf habe ich jetzt echt keinen Bock mehr. Kann ich so abziehen. Zack. Ei, 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 ja. Hier haben wir von Diadermin Lift Plus Botology Anti-Age-Augencreme drin. 92% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Das ist Mimikfalten glättende Wirkung und Minimierung von Augenringen und Schwellungen. Perfekt. Also das finde ich echt toll. Hört sich sehr, sehr angenehm an. Jo. 15 Milliliter sind hier enthalten. Und Altersempfehlung 30 bis 50. Würde auf jeden Fall bei mir passen. Ui, dann haben wir nur noch eine Woche bis Weihnachten. Leute, wo ist die 18? In dem dritten Schub. Hier. So langsam können die auch mal wieder dekorative Kosmetik raushauen. Nein, wir kriegen den Klassiker. Und zwar Nano The Styling Hair Ring. Ach, guck mal, neue Marke oder was? Nee, hier oben sind noch Nano-Viecher drin. Invisibobbles. Und dann hast du hier unten
die normalen Invisibobbles und hier oben die Nano-Invisibobbles. Ich persönlich verwende wirklich häufig Invisibobbles, eigentlich nur. Also diese Telefonkabel-Haargummis, genau. Nicht Invisibobbles, immer als Original, ne? Und die verhindern halt, dass deine Haare abbrechen. Das ist echt cool. Diese Nano-Dinger, die funktionieren bei mir nicht. Egal, ne, da kannst du halt bei einer speziellen Frisur die machen, aber das funktioniert bei mir einfach nicht. Und die haben so einen rosa Schimmer mit drin. Die sind so silberrosa. Finde ich total schön. Okay, Nummer 19. Ui, die ist auch im dritten Schub und die ist ganz schön groß. Vella Deluxe. Perfekte Fixierung. Ein Haarlack. Ultra starker Halt. Ui, okay. Ja, verwende ich nicht, ne? 75 Milliliter sind hier enthalten. Aber ich persönlich verwende kein Haarspray oder Haarlack, weil ich meine Haare einfach nicht style. Passt jetzt natürlich, weil wir vorher auch so ein Haarprodukt drin hatten. Kann man das sehr, sehr schön kombinieren. Und zack, sind wir im 20er Bereich. Die ist im ersten Schub und die ist sehr, sehr schmal. Ob da wohl eine Palette oder sowas drin ist? Oh. Ich hatte erst befürchtet, dass die irgendwie abgefärbt hat, weil hier überall einfach Staub drin ist. Aber nee, da hat nichts abgefärbt. Wir haben hier eine Lidschattenpalette drin von Manhattan. Das ist witzig. Manhattan ist jetzt so nicht die Marke, auf die man so zugeht in der Drogerie, jedenfalls ich nicht, oder? Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare rein, ob ihr so gezielt bei Manhattan einkauft. Das sind wirklich schöne Töne, aber ich mag keine länglichen Fännchen. Das ist natürlich traurig. Amazing Eye Contouring Palette, die 005 Wow Edition. Ich finde die Farben wirklich schön, vor allem dieses Grün, ne? Das spricht mich eigentlich total an, aber ich mag diese Art von Fännchen echt nicht. Das ist auch ein schöner, das ist auch toll. So ein Applikator mit dabei, da hast du hier an der Seite einen Smudger und hier so ein Lidschattenapplikator. Also schön ist sie definitiv und sehr, sehr farbintensiv, sehr abwechslungsreich, aber die wird weiter wandern. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt überall Kram habe. Was hat denn da jetzt abgefärbt? Das ist von innen auch so dreckig, das Fännchen, ne? Aber da war jetzt nichts drin gebrochen oder so. Glaube ich. Gehen wir nun über zu der Nummer 21. Also ich habe nach dekorativer Kosmetik geschrien und ich habe sie bekommen. Ne? Das ist echt cool. Und ja, das ist wirklich auch ein sehr individueller Adventskalender, den man gut weiter verschenken kann, finde ich. Schön. Von Bandini haben wir hier in 3 Steps Gedöns. Das ist ein Blütenwasser- und Pflegekomplex Anti-Stress. Baby. Okay, da haben wir in Step 1 ein Micellenwaschgel, dann haben wir eine hautberuhigende Maske und dann ein Anti-Stress-Serum. Und das ist echt cool. Ich hatte auch schon mal von Vandini sowas ausprobiert und da hat mir das echt gut gefallen. Das Einzige, was mich hier jetzt so ein bisschen, ist dieses Micellenwaschgel mit Hamamelis, weil ich bin jetzt kein Fan von Micellen. Produkten, ne? Das ist halt mein Problem. Aber ich glaube, für Mal kann man das verwenden. Da hast du dann nochmal, dass die Haut halt ordentlich entsprechend gereinigt wird. Und hier steht tatsächlich auch drauf, dass man das danach sogar mit warmem Wasser abwaschen sollte. Also hier steht es nochmal explizit drauf. Finde ich sehr, sehr gut, dass sie es auch draufschreiben. Genau, und da scheinen Hamamelis und Hyaluron entsprechend drin zu sein. Oh, guck mal, wir lieben Tiere, es ist vegan und dermatologisch bestätigt. Sehr nett. Sehr, sehr, sehr nett. Okay, ja, wow. Jetzt kommen wir zu dem, ich glaube, größten Boxending. Das ist in der obersten Schublade drin. Es ist riesig und es ist ultra leicht. Ach, was ist das denn? Kneipp. Bio-Kräutertee mit Orangenöl. Verwöhn dich. Hibiskusblüten, Hagebutte und rote Beete. Da ist Tee drin? Das ist ja witzig. 30 Gramm sind hier enthalten. Ja, und hier ist einfach ein Tee drin, ne? Ich weiß nicht, ich finde das ganz nett. Ich wusste nicht, dass das Kneipp auch Lebensmittel herstellt. Naturkompetent seit 1891. Teepyramiden aus nachwachsendem Material. 15 Beutel sind hier drin. Es ist nett, wirklich. Aber hätte ich jetzt so in einem Beauty-Adventskalender nicht unbedingt erwartet, ne? Dann kommen wir jetzt zu der Nummer 23. Das ist der Tag vor Heiligabend. Und da bin ich gespannt, womit uns Flaconi in den Tag vor Heiligabend starten lässt. Banengen, ja, Klassiker, ne? Balance Caring Hand Cream, also das ist eine Handcreme und das ist mit Kornblume. 75 Milliliter sind hier enthalten, aber die Banengen Handcremes sind auch wirklich super pflegend. Also ich fand die, die ich bislang verwendet habe, echt gut. Da sind sogar 5% schützende Cold Cream drin und das ist gerade für trockene Hände, die werden schön mit Feuchtigkeit versorgt und es wird eine wundervolle ausgeglichene Pflege geben.
Und das riecht auch richtig lecker. Wirklich sehr, sehr so kornblumig. Als würde ich so über so eine Wiese gehen, wo ab und an Kornblumen sind, wo auch ein paar Ähren hochragen. Ne? Das, also halt ein ganz normales Weizenfeld oder so zum Beispiel, oder Roggenfeld. Da hast du ab und an Kornblumen dazwischen und so riecht das auch. Sehr, sehr angenehm. Okay, mit gepflegten Händen dürfen wir also das passt aber auch, ne? Tag vor Heiligabend, da macht man vielleicht noch so die letzten Kochvorbereitungen und putzt das Haus vielleicht. Und da muss man auf jeden Fall abends eine Handcreme verwenden, damit man halt am nächsten Tag top aussieht. Die Nummer 24 haben wir jetzt im mittleren Schub und die ist ganz schön klein. Aber wir haben hier etwas richtig Tolles drin und zwar von Bella Pierre Cosmetics. Ein Mineral Blush in der Farbe Amaretto. Mein Problem, ich habe das schon in 2 Beautyboxen mal drin gehabt. Ist ein super Produkt für Heiligabend. Schade nur, dass ich das schon zu Hause habe. Ansonsten hätte ich mich da mega drüber gefreut, denn das ist eine wirklich schöne Farbe. Kann ich voll empfehlen. Ein sehr subtiles, aber tolles, rötliches Heuchlein. Ein Hauch von Rot bekommst du dann auf deine Wangen. Und auch ein Hauch von Glow. Also wirklich tolles Produkt. Und in diesem Video kannst du folgende 5 Produkte gewinnen. Einmal von Catrice den Augenbrauenstift. Dann habe ich hier auch das Micellenwasser von Flaconi rausgenommen. Denk bitte auf jeden Fall an meinen Tipp, dass du danach nochmal dein Gesicht abwaschen solltest. Von Eos den Lippenbalsam. Von Scent & Sky die Australian Pink Clay Maske. Und von Biore die tiefenreinigenden Clear Up Strips für die Nase. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, diesen Adventskalender fand ich wirklich, wirklich gut. Er ist sehr umfangreich und ich finde auch, dass der ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Also, ne, hat mir richtig gut gefallen. Wir haben einen schönen Mix aus dekorativer Kosmetik und Pflege. Wir haben aufregende Produkte hier drin, aber auch so Sachen, mit denen du niemals gerechnet hättest, wie ein Tee zum Beispiel. Ich fand ihn wirklich, wirklich schön. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!